und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diesmal habe ich den Ahorn Sportpark in Dreieich besucht, die Heimspielstätte der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Zur Geschichte des Sportparks gibt es diesmal nicht viel bzw. eigentlich gar nichts zu erzählen. Daher kurz etwas zur Geschichte der zweiten Mannschaft der Frankfurter Eintracht, die durchaus auch sehr interessant ist. Nachdem die DFL die Pflicht zum Aufstellen einer U23-Mannschaft aufgehoben hatte, beschloss Eintracht Frankfurt, die Mannschaft nach der Saison 2013-2014 vom Spielbetrieb abzumelden. Dabei war die zweite Mannschaft durchaus bis zur Abmeldung sehr erfolgreich. Sie nahm am Hessenpokal teil, den sie 1969 gewann. Außerdem wurde sie zweimal Hessenmeister, 1970 und 2002. Im Februar 2022 beantragte die Frankfurter Eintracht beim Hessischen Fußballverband erfolgreich die Neuaufnahme der zweiten Mannschaft in die fünftklassige Hessenliga zur Saison 2022-23. Die Heimspiele finden seither im Sportpark in Dreieich statt. In ihrer ersten Hessenliga-Saison wurde die zweite Mannschaft Hessenmeister, schaffte den Aufstieg und spielt daher seit der Saison 2023-24 in der Regionalliga Südwest. Sportpark hat eine Kapazität von 2530 Plätze. Diese sind aufgeteilt in 1230 Sitz- und 1300 Stehplätze. Die Eintrittskarten kosten aktuell zwischen 7 und 20 Euro. Wie immer noch ein paar Hinweise zur Anreise. An Heimspieltagen stehen den Heim- und Gästefans unterschiedliche Parkplätze zur Verfügung. Für Heimfans steht der Parkplatz der DHL Solutions in der Straße an der Trift 63 in 63303 Dreieich zur Verfügung. Es gibt einen kostenlosen Shuttle, der dann zum Ahorn Sportpark führt. Der Shuttle fährt ab der Ecke an der Trift Daimlerstraße. Gästefans steht das Parkhaus der Firma Biotest AG in der Landsteiner Straße 5 in 63303 Dreieich zur Verfügung. Reist ihr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus Richtung Norden an, nehmt ihr die S-Bahnlinien 3 und 4 in Richtung Darmstadt Hauptbahnhof und steigt an der Haltestelle Neu-Isenburg Bahnhof aus. Von dort geht es mit dem Bus OF91 in Richtung Langen Bahnhof bis zur Haltestelle Dreieich, Dreieichenhain an der Trift. Aus Richtung Süden nehmt ihr die S3, S4, die Regionalbahn RB67 oder RB60 und steigt an der Haltestelle Langen Bahnhof aus. Von dort nehmt ihr den Bus OF91 in Richtung Neu-Isenburg bis zur Haltestelle Dreieich, Dreieichenhain an der Trift. Von der Haltestelle aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Sportpark. Für diejenigen, die mit dem Fahrrad kommen, gibt es neben dem Eingangsbereich Nord sowie dem Parkplatz P1 einen Fahrradparkplatz. Kommen wir zum Fazit meines Besuchs. Wer guten Fußball in einer sehr entspannten und sehr angenehmen Atmosphäre genießen möchte, der ist im Ahorn Camp Sportpark in Dreieich sehr gut aufgehoben. Gut, es mag bei Spielen gegen Vereine, die richtig viele Fans mitbringen, auch anders sein. Es handelt sich in meinen Augen auch nicht wirklich um ein Stadion, eher um einen Sportplatz, bei dem ein paar Tribünen drumherum aufgebaut wurden. Das Personal am Eingang und an dem Verpflegungsstand sind wirklich sehr freundlich. 3,50 Euro für die Bratwurst und 5,80 Euro für das Bier, was beides sehr gut war, sind auch nicht teuer. Und bei den 5,80 Euro müssen wir noch berücksichtigen, dass da auch 2 Euro Pfand mit dabei waren. Alles in allem würde ich sagen, dass sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt. Das war's diesmal mit diesem doch recht kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn dem so ist, ihr kennt es, lasst mir bitte ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Ansonsten, wie immer, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt gesund, euer Stadiontester.